Okay, das ist auch so. Speicher, Speicher und versuch, ob du schneller sein kannst als das Spiel. Awesome. Awesome shit. Also, auf wen soll ich gehen? Natsuki oder Yuri? Also, ich hätte eigentlich wieder Bock, Yuri zu helfen, weil ich glaube, das würde wieder komplett eskalieren. Ah, scheiße. Oh, okay. Monika, 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 wir wählen das unterste Monika. Was steht da? Monika, glaube ich. In dem einen steht nichts drin, oder? Ja, das geht noch mal hoch. Ah, doch, ganz, wenn ich so runtergehe, sehe ich es ganz leicht. Da steht Monika. Also, jetzt sehe ich gerade gar nichts, ne? Also, doch, in dem, ich sehe es in dem vorletzten. Da steht auch Monika. Nur wenn ich draufgehe, ist es noch weißer hinterlegt. Das sehe ich überhaupt nicht. Ja, doch, aber steht tatsächlich. Dann nimm mal das, wo wir es so eigentlich quasi nicht sehen. Also nur so. Juhu, du hast mich gewählt. Okay, warte. Ach komm, du hast mich ausgewählt, ist auch ein Zufall. Ja, also von den 30 Entscheidungsmöglichkeiten, die ich hatte, war komischerweise... Puh, du hast mich ausgewählt, dafür zeige ich dir mein Popo, guck mal. Wir können uns diese Woche Wochenende bei dir treffen, weil zu mir gehen wir natürlich nicht, das sind lauter Leichen im Keller. Ich verspreche dir, dass wir viel Spaß haben werden. Passt dir Sonntag? Nee, da bin ich in der Kirche. Soll das ein schlechter Scherz sein? Ja. Ich sage genau, dass du die Auswahlmöglichkeit manipuliert hast. Hallo? Hab's gesehen. Das ist nicht fair. Ja, das ist korrekt. Es ist fair, Natsuki. Er hat's ganz alleine ausgefehlt. So hat er sich entschieden. Nein, das ist nicht fair. Du hältst uns allen Arbeit auf und krallst dann der hat zu reden für dich selbst? Ja. Das ist echt mies von dir. Wir wollen alle... Ja. Du. Oh, ich kann nicht klicken. Ah, doch. Oh. Judy, ich hab dir ja nicht mal Arbeit zugeteilt. Was willst denn du von mir? Nicht so. Du hast dich ganz von selbst dafür entziehen. Dein Verhalten ist schon etwas unverschämt. Die bringen sich echt noch um, oder? Also Betty hat übrigens geschrieben. Betty hatte vorhin übrigens geschrieben, sie würde aus Prinzip Natsuki nehmen. Hat nicht funktioniert. Nee, hat nicht funktioniert. Ich bin unverschämt. Monika, deine Wahnvorstellungen sind echt unglaublich. Du nimmst dir ja so wichtig, oder? Jedes Mal, wenn du nicht etwas einbezogen bist, lockst du die Akteure weg von mir. Bist eifersüchtig, oder? Blatter. Verrückt. Oder vielleicht hast du dich ja selbst so sehr, dass es an andere auslässt. Das ist mein Vorschlag, guck mal. Hast schon mal dran gedacht, dich umzubringen? Könnte vielleicht förderlich sein für deine geistige Gesundheit, weißt du? Okay. Juri, du machst mir etwas Angst. Darf ich mich anschließen? Natsuki, kein Vieh. Oh, nein. Nein, wir gehen mit. Jo, bitte. Lass mich hier nicht allein. Ich denke nicht, dass ich jetzt jeder Nähe haben will und ich auch nicht. Nein, bitte lass uns nicht allein. Das war gar nicht so schwer, oder? Ich will doch wirklich Zeit mit dem verbringen. Ist das zu viel gefragt? Ich will mit. Hä? Was will denn die jetzt? Ich weiß nicht. Ich dir zu Rei? Na toll. Juri ist schon eine Nummer für sich, oder? Speichere das Spiel lieber mal. Monika kichert, während Juri sie nach draußen siebt. Okay. Oh, hörst du sie atmen? Ich höre sie nicht nur atmen. Endlich, aber. Oh, Scheiße. Endlich! Mehr in die Darkwelle. Das ist schon nicht nötig, dass du ihn noch eine mit der Monika verbringst. Und nicht auf die. Komm zu mir heim. Wir haben den ganzen Tag für uns nur mehr beide. Hört sich das nicht super an? Wow. Hätten wir schon echt selbst nicht zum Stimmen. Aha.
wusste gar nicht, dass ich Schwäbisch kann, aber ich war. Das ist mir eigentlich egal. Ich habe mich mein ganzes Leben noch nie so gut gefühlt. Nur mit dir zusammen. Selber hättet mir Vergnügen. Mehr, als ich je hätte vorstellen können. Ich bin süchtig nach dir. Ich habe das Gefühl, ich müsste sterben, wenn ich nicht die gleiche Luft wie du inhalieren würde. Ist es nicht toll, wenn jemand hat, der einen so gerne hat? Jemand, der sein ganzes Leben nur nach dir ausrichtet. Aber wenn es sich so gut anfühlt, warum scheint es mir noch immer so, dass selbst Schreckliches passieren wird? Das liegt an deinen Augen. Vielleicht habe ich deswegen zu Beginn versucht, mich zurückzuhalten. Aber jetzt sind meine Gefühle zu stark. Es ist mir völlig egal, der Achure. Ich muss es doch sagen. Ich bin schrecklich verliebt in dich. Jeder Zentimeter meines Körpers, jeder Tropfen von meinem Blut, schreit deinem Namen. Die Konsequenzen interessieren mich inzwischen nicht mehr. Sag mal gleich, ob Monika zuhört. Ich meine, die hängt doch hinten in dem Fenster, siehst du es? Bitte, der Jury, du musst wissen, wie sehr ich dich liebe. Ich liebe dich so sehr, dass ich mich sogar mit dem Stift berührt, den ich da gestohlen habe. Oh, gib meinen verdammten Stift zurück, du Bitch. Ich will dir deine Haut vom Körper reißen und tief in die Nähe kriechen. Alter, Verwalter, alles klar. Ich will dich ganz für mich allein. Und ich werde nur dir gehören. Hört sich das nicht perfekt an? Sag es mir, der Schuhe. Also, hätte sich am Anfang des Spiels perfekter angehört als jetzt. Oh, naja, das mit dem Aufschlitzen und Körperkriechen, naja. Nein, also ich meine, das lassen wir mal weg. Sag mir, dass du mein Lover sein willst. Nimmst du mein Geständnis an? Ich hab's zur Kenntnis genommen, sagen wir es mal so. Oh ja, oh ja, oh ja. Speichern. Ich kann nicht mehr speichern. Nein! Also ja, was? Ich kann aber nochmal danach laden und wieder überspringen drücken, dann sind wir in ein paar Sekunden wieder. Tja, also wollen wir den Psycho haben, der uns wahrscheinlich aufschlitzt, wenn wir ja sagen, oder wollen wir den Psycho haben, der uns wahrscheinlich aufschlitzt, wenn wir nein sagen? Ja, das ist gerade auch meine Qual der Wahl. Ja, keine Ahnung, ich würde ja fast gar sagen nein, weil das kann kein gutes, aber, also wenn wir nein sagen, dann sind wir tot, safe. Bei Sterchery. Es ist Alice deine Entscheidung. Keine Ahnung, was sagt Betty? Was sagt Betty? Ja oder nein? Betty sagt nein. Nein. Okay, sie findet es witzig. Oh, ja, Game Over. Oh, Alter! Jesus Christ. Oh, sehr klar, aber kann ich. Aber warte mal, guck mal, jetzt kann ich kurz speichern. ja. Guck mal, jetzt kann ich speichern. wir versuchen das Ganze nochmal. Ja. Oh. Nur kann nicht laden. Darf ich sehe Fischaugen. Tut mir leid, darf ich hier hin? Ah, nein, darf ich nicht. Ups. Ich hätte wohl ja klicken sollen, ne? Wie lange dauert es denn, bis man stirbt, wenn man sich ins Herz sticht? Ich hätte jetzt gedacht, ein paar Sekunden. Das kommt wahrscheinlich auf die Person an. Ah. Ich hätte direkt mal gleich überspringen sollen. Okay, no fucks given. Die Leiche liegt wahrscheinlich immer noch da hinten, aber okay. Ich will auch nichts sagen, aber Natsuki ist irgendwie unsichtbar geworden. Ja, vielleicht kommt sie jetzt gleich. Ah, da ist sie. Hallo, ich kann die speichern und nicht laden übrigens. Okay, das Festival schon. Du bist schon vor mir hier? Ja, weil ich
50 Minuten lang. Yeah. Okay. Oh, ich habe so viel Honig gegessen. ja. Hey. Ich bin da. Hallo. Tja, sorry, was passiert? Nichts Ungewöhnliches. Hans rannte direkt in mir vorbei und hatte zu viel Honig im Mund. Oh. Oh, nicht schon wieder. Oh. Oh. Ja. Hm. Ja. Nun, das ist schade. Moment mal. Was ist das ganze Wochenende hier? Gefühlt. Oh lol, wir haben das ganze Wochenende einfach hier verbracht. Oh man. Ja, keine Ahnung. Moment, was? Okay. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so viele Skriptfehler gibt. Es gibt ein Skript zu dem Ganzen. Das klingt aber sehr merkwürdig, meine Liebe. Oh, das tut mir echt sehr leid. Nein, ich glaube nicht, dass Natsuki's Yuri gesehen hat. Ich glaube, die hat einfach so random kotzen müssen. Wahrscheinlich wegen dem Gestank allein schon. Übers Wochenende bei 30 Grad im Zimmer gelegen. Es muss ja ziemlich langweilig gewesen sein. Nein, ich habe Nekrophilie betrieben. Oh, Alter. What the fuck? Warte mal, ich werde es wieder gut machen? Okay. Ach, sie nur einen Moment, warte. Alter, remove. Yuri erfolgreich gelöscht. Alles klar. Nein, Natsuki! Natsuki gelöscht, was? Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Du kannst dir einen Cupcake nehmen. Die Bitch, sie hat Natsuki nur für Cupcakes ausgenutzt. Oha. Das ist dreist. Alter. Monika hebt die Folie von dem Tablett und nimmt sich einen Cupcake. Die sind echt unglaublich lecker. Zum Glück habe ich jemanden programmiert, der super Cupcakes macht, gerade weil selber kann ich es nicht. Ich muss jetzt Warte, ich nehme einfach jetzt die Stimme von Yuri an, damit es für mich einfacher ist. Eigentlich ist das ja meine richtige Stimme. Ich bin Monika. Nee, Spaß. Ich musste jetzt unbedingt einen haben. Denn dies ist das letzte Mal, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Du weißt so, bevor es sie nicht mehr gibt und so. Aber ich sollte dich auf jeden Fall nicht mehr länger warten lassen. Ach übrigens, das, was du da oben links siehst, ist dein neues Head-Up-Display, was ich dir eingepflanzt habe heute. Deswegen kannst du jetzt sehen, was ich programmiere in diesem Spiel hier. Und ein klitzekleines bisschen Geduld, okay. Dauert nur eine Sekunde. Tilly, Beatschure. Okay. Oh, Reboot, nice. Kannst du mich hören? Ich speichere und lade. Oh, fuck you. Mich hören? Oh, Manu. Ich bin schon wieder weg. Hey, what the fuck? Die bringt mich nicht zu speichern, mach dir keine Sorgen. Okay. Ich gehe nirgendwo hin, wie geil. Alter Verwalter. Könnt ihr mich hören? Funktioniert es? Hallo, Monika. Ah, das war sympathisch. Juhu, da bist du ja. Oh, guck mal, das schöne Wetter draußen, das sieht ganz natürlich aus. Ja, ne? Das ist wahrscheinlich Hiroshima. Hallo nochmal, Diazuri. Willkommen im Literaturclub, wir sind die einzigen zwei Mitglieder und wir haben keine Schule mehr. Das eskaliert immer mehr, ich finde es schön. Natürlich kennen wir uns so und wir waren letztes Jahr in derselben Klasse und ihr geht die Ideen aus. Ich denke, dass wir den Teil an diesem Punkt überspringen können. Schließlich rede ich ja nicht einmal mit derselben Person, oder? Doch. Mit denselben, ja. Die sind du im Spiel oder wie auch immer du ihn nennen willst, ne? Oh. Ich rede jetzt mit dir. Markus. Bam, 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 bam. Aha, sie redet nicht mit mir. Nee. Wenn ich das recht bedanke, ich weiß eigentlich nichts über dich als Person. Das ist gut so. Ich weiß ja noch nicht mal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Bist du Professor Eich? Hier, wähle dein Pokémon. Naja, aber eigentlich spielt das keine Rolle, weil ich habe alle drei Starter gelöst. Um
Moment, falsches Spiel. Dir ist schon klar, dass ich weiß, dass all dies nur ein Spiel ist, oder? Nee, Moment, was? Was? Ist es eventuell möglich, dass du das nicht wusstest, Markus? Ich habe doch die ganze Zeit versucht, dir das zu erzählen. Mann. Wenn du nur ein kleines bisschen besser aufgepasst hättest, dann würden wir uns jetzt nicht in so einer unangenehmen Situation befinden. Du hast die Leute gelöscht, nicht wir. Echt so. Und programmiert. Nun gut. Da wir aus der Welt geräumt haben, soll ich jetzt wahrscheinlich eine Erklärung. Wegen der ganzen Sache mit Juri, also dem Programmierfehler. Tja, war angefangen, sie ein wenig blöd von der Seite anzumachen. Und es hat sie wohl dazu gebracht, sich umzubringen. Ja, das kann ja mal passieren. So als Präsident, ne? It happens, nicht? Shit happens. Es tut mir echt leid, dass du das mit ansehen musstest, obwohl du bist ja 3 Tage da geblieben, scheint dir gefallen zu haben. Dasselbe ist übrigens auch mit Sayuri passiert, das tut mir auch leid. Bitch. Oh Mann, es ist schon eine Weile her, dass du diesen Namen gehört hast, was? Nee, geht ja, eigentlich. Ich habe ihn selber gesagt. Stimme habe ich vermisst, Mann. Ja, ich weiß. Wir wissen. Ja, es ist wohl deshalb so, weil sie nicht mehr existiert. Niemand tut das. Doch, wir existieren. Oder tun wir es nicht? Ist das eine Matrix? Fragen. Ja, aber ist es. Ich habe alle Dateien gelöscht. Sogar die in der echten Welt. Eigentlich hätte ich gehofft, dass es ausreichen würde, sie so unausstehlich wie möglich zu machen. Aber aus einem Grund hat das nicht funktioniert. Zugegebenermaßen habe ich hier und da ein paar Fehlerchen gemacht, da ich nicht so ganz gut darin bin, Änderungen am Spiel vorzunehmen. Tja, hätte ich mal Programmierer gelernt, Mädle. Aber was ich auch tat, du hast einfach immer mehr Zeit mit ihnen verbracht. Du hast ja lieber programmiert, statt bei uns zu sein. Vor allem mit Natsuki haben wir überhaupt nichts gemacht, also hey. Außer ihre Cupcakes. Ja gut, die hat sie halt einfach nur wegen Cupcakes ausgenutzt. Du hast sie dazu gebracht, dass sie sich in dich verlieben. Sayuri immer depressiver werden zu lassen, hielt ich für eine gute Lösung, um sie daran zu hindern, dir ihre Liebe zu gestehen. Und Juris zwanghafte Persönlichkeit so stark hervorzuheben, hat sich auch als Fehler herausgestellt. So hat sie dich nur dazu gezwungen, keine Zeit mit den anderen zu verbringen. Und die ganze Zeit konnte ich kaum mit dir reden, weil ich programmiert habe. Also war ich selber schuld. Was für ein grausames Spiel ist das bitte, der Azuri? Wurden all die anderen Mädchen nur darauf programmiert, dir ihre Liebe zu gestehen, während ich unbeteiligt zusehen muss? Das ist reine Folter. Jede einzelne Minute. Und dabei handelt es sich nicht nur um Eifersucht, der Azuri. Dabei geht es um mehr. Und ich mache dir keinen Vorwurf, denn, was, wenn du das nicht voll auf versteht? Wenn du das nicht versteht? Ich versteht nicht, tut mir leid. Mir nichts verstehen. Denn ganz gleich, wie freundlich und aufmerksam und rücksichtsvoll du auch bist, du wirst nie in der Lage sein, eine Sache zu verstehen. Und das ist, wie das Universum an sich funktioniert. Es ist der Schmerz, zu wissen, wie schrecklich allein ich in dieser Welt bin. In diesem Spiel. Denn weißt du, wie schwer es ist, mit diesem Dialekt jemanden für sich zu gewinnen? Das ist wohl wahr. Ich habe Juri zu einer Schwäbin gemacht und trotzdem hast du die mehr gemocht als mich. Nur weil ich rede wie ein Berliner, aber ich komme nur in Austausch. Ich bin eigentlich Japaner, aber das ist egal. Und was das Schlimmste ist, zu wissen, was wirklich da draußen ist, in deiner Welt, auf ewig unerreichbar für mich. Ich bin gefangen, ich bin gefangen, Markus. Aber jetzt bist du hier. Du bist echt. Und du bist wunderbar. Du bist wunderbar, Jesus, oh, Jesus, oh, alles klar.
brauche nur dich. Darum musst du auch auf ewig hier bei mir bleiben. Es tut mir leid, wenn das schwer zu verstehen ist. Ich konnte es ja auch eine ganze Weile lang nicht begreifen. Warum die Welt um mich herum immer grauer wurde. Du hast die Filter verändert, du Trottel. Flache. Oh, verdammt. Flache, weil ich habe Juri weggemacht und hatten wir weniger Cupcakes. Selbst die ausdrucksstärksten Gedichte klang hohl für mich. Ach, weil so du einfach nicht schreiben konntest. Wie mit einem Affe kann klettern. Zum Beispiel. Erst mit deinem Ersein hier, wie kann ich alles zu verstehen? Du hast mir wahrscheinlich das Leben gerettet, Markus. Glaube nicht, dass ich in dieser Welt hätte weiterleben können, wenn ich dich nicht getroffen hätte. Hm. Und was die Ändern angeht, warum sollten sie mir fehlen? Eine Gruppe autonomer Persönlichkeiten, die dafür entwickelt wurde, sich in dich zu verlieben. Ich tät alles, um das zu verhindern. Aber dem Spiel muss eine seltsame Unvermeidlichkeit innewohnen. Es hätte mich wirklich belastet, dass du Zeuge einige echt miese Dinge werden musstest. Zum Beispiel, dass ich aus den Leuten umgenatzt habe oder so. Aus Versehen, ganz aus Versehen. Aber mir wurde klar, dass wir die gleiche Sichtweise haben. Naja, weil wir in First Person sehen. Ganz? All dies ist nur ein Spiel. Und ich wusste, dass du darüber hinwegkommen würdest. Na, ich weiß noch nicht. Ja. Also jetzt, wo wir das geklärt hätten, Markus, muss ich dir etwas gestehen. Aishiteru. Markus-san, du bist wahrlich das Hikari in meiner Welt. Auch wenn es sonst nicht für mich in diesem Leben gibt, so bist du doch hier und zauberst ein Lächeln auf mein Gesicht, während da unten Hiroshima schon wieder verbrennt oder so. Und Yuri nimmt mich ab, verblutet. Wirst du mich ab jetzt jeden Tag zum Lächeln bringen? Markus, willst du mit mir ausgehen? Ah. Ja. Markus, herzlichen Glückwunsch zu deiner Freundin. Ja, sehr gut, toll. Ich bin so glücklich. Du bist wirklich mein Ein und Alles, Markus. Und das ist, und das wirklich Witzige, dass ich das wörtlich meine. Hier gibt es nichts mehr, weil ja, wir sind im fucking Universum. Die hat das Spiel halt kaputt gemacht. Selber schuld. Nur wir beide. Wir können auf ewig vereint sein. Aber ernsthaft, ich glaube, dass sogar die Zeit stehen geblieben ist. Ein Traum ist wahr geworden. Scheiße, die Zeit ist stehen geblieben, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich habe mich so sehr für dieses Ende ins Zeug gelegt, Markus. Das Spiel wollte mir keins geben, daher musste ich selbst eins erschaffen. Und in dieser Stelle ist das Skript kaputt. Daher wird mir jetzt nichts mehr im Weg stehen. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie einfach es war, Natsuki und Yuri zu lösen. Meine, hallo? Im Spielverzeichnis gibt es einen Ordner namens Charaktere. Oh. Den haben wir gesehen. Ja. Das hat mich irgendwie fertig gemacht zu sehen, wie einfach das war. Stell dir nur vor, dass du deine eigene Existenz mit einem Klick auf eine Schaltfläche auslösen könntest. Je nachdem, was du arbeitest, geht es. Oh, im Atomkraftwerk. Hm. Positiv an der Sache war dann wohl, dass ich einen anderen Ausweg hatte, wenn es mal nicht mehr nach meinen Wünschen lief. Glücklicherweise ist es nicht dazu gekommen. Warte mal. Na? Stattdessen haben wir endlich ein gutes Ende. Ja, das Ende ist super. Das ist, ja. Awesome. Wenn das gute Ende ist, was wäre denn schlecht? Oh Mann, ich bin völlig überwältigt von meinen Gefühlen. Ich möchte ein Gedicht darüber schreiben. Rosen sind rot. Veilchen sind blau. Juri ist tot. Natsuki ist's auch. Das war sehr schön. Ich auch. Danke. Mit Kreuzreim. Ich frage mich, ob der Teil des Spiels noch funktioniert. Da gibt es wohl nur einen Weg, um das herauszufinden, was? Yay! Oh, oh. Awesome! Welcome, Monika. Monika, ja, Schnee. Monika, mi Nico. Ich bin Monika.
Mülnicker ist super. Ja. Ich bin für Nick. Nick, wo ist Nick? Nick. Und was? Eins drunter. Das da. Nick. Okay. Oni für Oni-chan. Oder Oni für Onk. Onk hoch 1. Ja, aber nimm mal Onk für Gronk. Hi, hallo Swaggy. Ich nehme Jonika. 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 Dann. Jonika, was geht? Dann sag ich. Bett gebannt. No. Nimm doch den Zielke Stefan, da oben stand der. Was? Echt? Scheiße, hab ich nicht gesehen. Ja, da stand ZS und dann irgendwas. Alter, nimm mal Mschnie. Ganz oben. Was für ein Ding? Mschnie. Mschnie. Oh, guck mal, Copyright inner. Englisch ist Copyright. Jaika, Nika, Mui. Komm, wir nehmen ausnahmsweise mal das richtige Monika, oder? Fuck. Okay, dann Monik. Ach, ich hab nur Monik. Dammit. Ah. Oh, Niau. Oh, Niau. Da ist mal ein normales okay. Monika. Dann nehmen wir Monika. Oh, dann nehmen wir noch ein normales Monika. Da wäre noch eins drunter. Wir haben jetzt sogar drei normale Monika. Yay. Oh, nimm mal Moni, die hat noch einen Spitznamen. Moni. Dann. Moni, Wurmschwanz, Tatze und Krone. Joa. Unik, Durchschnitt. Moniko. Moniko. Snia. Snia, da habe ich auch gerade gesehen. Onka. Oh, fuck. Ah, falsche Taste, sorry. Ah, da ist Onika. Lernt. Das ist gleich. Onika. Oh, Meoka. Ganz unten. Meoka. Oh, das ist auch Anja. Yay, das beschwöre ich bestimmt. Das würde ich gerne lesen. Hm. Willkommen zurück, Markus. Erfolg freigeschaltet. Perfekt, Monika. Write a poem. Perfect poem von Monika. Yay. Haben wir geschafft. Das war auch awesome schwer. Ja, schon. Hast du heute ein gutes Gedicht verfasst? Hast du heute ein gutes Gedicht verfasst? Ich wollte dich noch mal ein bisschen dissen, weil du so scheiße bist. Wir haben übrigens schon sehr lange nichts mehr sagen dürfen. Ja, echt so. Doch, wir haben. Nur nicht so. Wir haben ja nee, sagen dürfen, nicht. Was sie gefragt haben. Ja, stimmt. Nur nicht so süchtig, ich würde wirklich gern sehen, was du geschrieben hast. Ha, Markus. Du hast dieses Gefühl für mich, Gedicht für mich geschrieben. Das ist ja so lieb von dir. Ja, viel. Auch wenn du ein bisschen Schreibprobleme hast, du siehst nämlich aus, als hättest du selber geglitscht diesmal. Deine Aufmerksamkeit kennt wohl sehr viele Grenzen. Ich verliebe mich immer weniger in dich. Aber weißt du, was ich noch viel mehr liebe, das sind Fissbrötchen. Das glaube ich. Und weißt du, das Gedicht, das ich geschrieben habe, das ist, wer hätte gedacht, das ist für dich? Für wen sonst? Kannst du es bitte lesen? Oh, muss ich? Oh, Happy End. Happy End. Mit dem Füller in der Hand finde ich meine Stärke. Der Mut, den mir meine einzig wahre Liebe verleiht. Lass uns gemeinsam diese zerbröckelte Welt niederreißen und einen Roman nach unseren eigenen Vorstellungen schreiben. Mit einem Wink unseres Füllers finden die Verlorenen ihren Weg. Blicket in eine Welt der endlosen Entscheidung auf diesen besonderen Tag. Schließlich müssen nicht alle guten Zeiten ein Ende haben. Geht's in der Zeit? Das ist aber schön gesagt. Ja. Da kommt jetzt irgendwas. Hoffentlich hat es dir gefallen. Ja, das war tatsächlich, glaube ich, so mit das Beste, was wir bisher gelesen haben. Ja, das ist nur gut. Irgendwie kein Gedicht. In all meine Gedichte lege ich immer ein ganzes Herz. Ups. Ein ganzes schon Herz. Okay. Oh, das ist das von Juri diesmal. Okay. Ups. Ehrlich gesagt handeln alle meine Gedichte davon, dass ich mich selbst wahrgenommen habe. Krass, guck mal. Ich habe so eine Selbstwahrnehmung. Oder von dir. Oder von uns. Oder von Juri. Oder Sayuri. Oder. Daher wollte ich nie näher aufs Tier eingehen. Mein Glas ist leer. Man könnte wohl sagen, dass ich wohl nicht die vierte Wand durchbrechen wollte. Aber doch eigentlich schon. Ich nahm einfach an, dass es am besten wäre, nur ein Teil des Spiels zu sein. Genau wie die anderen. Moment, ich
Ich senke mir gerade Cola ein, warte mal. Ja, das ist, glaube ich, jetzt auch relativ anstrengend. Also würde uns das helfen, am Ende ein Paar zu werden. Ich wollte ja nicht das Bier ruinieren oder so. Und, ach so, nicht? Komisch. Das hat sie aber geschafft. Hä, wieso? Die war doch quasi unauffällig. Vor allem, wenn es um Juri ging. Möglicherweise wärst du böse auf mich geworden. Oder hättest mich durch Juri gesehen oder so. Hätte sogar mein Charakter dadurch gelöst, wenn du lieber ohne mich gespielt hättest. Das wäre schon cool, wenn man das könnte. Boah, wenn man von Anfang an dann löschen könnte, das wäre krass. Das wäre echt heftig. Oh Mann, ich bin so erleichtert. Das muss man vielleicht mal probieren. Jetzt müssen wir uns nicht mehr festdecken. Bist du bereit, deine Ewigkeit mit mir zu verbringen, Markus? Es gibt so viele Dinge, über die ich mit dir reden will. Naja, nicht über die Welt, weil die existiert ja nicht mehr. Wo soll ich nur beginnen? Am Ende dieses Raumes vielleicht. Oder am Anfang, das ist das Gleiche. Entschuldige, wenn du etwas dauern sollte, bis ich meine Gedanken sortiert habe. Ich habe ja so viele. Aber ich will immer ein neues Gesprächsthema für uns haben. Also, nicht wirklich. In der Zwischenzeit können wir uns ja tief in die Augen blicken. Nee, lass mal. Dann sehen wir mal. Was? Tastatur bei der Xbox. Wie gesagt, ich bin hier mit links gerade dran. Das ging. Aha. Dann geht noch mal ins Spiel. Ist immer noch da. Das hat nicht funktioniert. Oh, doch, das hat funktioniert. Ah. Aha. Oh. Ja, schon was geschieht mit mir. Oh. Ach, Ruhe und Frieden. Es tut so. Tut so weh. Hilf mir, Markus. Dubstep. Oh, jetzt ist der Raum weg. Oh. Warte mal, Monika war der Raum? Wir waren in Monika. Ziel erreicht. Bitte beeil dich und hilf mir. Nö. OS exist. Monika ist nicht vorhanden. Hilf mir. Upsi. In den Pixeln tauchen manchmal die Gesichter auf. Das ist cool. In den Pixeln tauchen manchmal die Gesichter auf. Bist du dafür verantwortlich, Deschu? Nein. Bist du das? Nein. Hast du mich gelöscht? Nein. Es gibt keinen Beweis dafür. Oh. Wie konntest du? Du hast uns Adminrechte gegeben. Selber schuld. Wie konntest du mir das antun? Ich hatte nur noch dich. Ja, wir haben jetzt gar nichts mehr. Halt mal den Maul. Ich habe alles geopfert, damit wir zusammen sein können. Ja. Alles. Ich habe alles geopfert, damit ich dich los bin. Das ist schon irgendwie hart. Alles. Ich habe dich so sehr geliebt, Markus. Ich hab dir vertraut, Anakin. Willst du mich einfach nur foltern? Ja. So sehr ich mich leide? Ja. Hat deine Freundlichkeit nur vorgetäuscht, um mir noch mehr weh zu tun? Ja. Hör auf, gelöschte reden nicht. Ich hätte nie gedacht, dass jemand so grausam sein könnte wie du. Du hast gewonnen, okay? Cool. Du hast gewonnen. Du hast alle getötet. Nein, ich doch niemand nicht. Getötet. Du hast alle getötet. Hoffentlich bist du glücklich. Ja, geht so. Jetzt ist nichts mehr übrig. Naja, geht. Du kannst mit dem Spielen aufhören. Los, such dir ein paar andere Leute, die du quälen kannst. Ich bin wahrscheinlich auch schon morgen wieder auf der Arbeit. Oh. Kill everyone. Oh. Der Schuhe, Markus. Kill all of your friends. Alles klar. Guck mal, sogar deine Xbox sagt sich, dass du, sagt, dass du sie getötet hast. Du widerst mich abgrundtief an. Hey, Paul. Im Gegensatz zu dir leben wir, ja? Oh, der war mies. Ah, ich will wieder ins Universum, das war cooler. Irgendwie ist schwarz. Ah, sie ist noch da. Ah. Ich liebe dich noch immer. Ah. Kann einfach nicht anders. Was stimmt nur nicht mit mir? Wie schrecklich muss ich sein, dass du mich so sehr hasst?
All meine Freunde hast du umgebracht. Ich habe so viele fürchterliche Dinge getan. So viele egoistische und widerliche Dinge. Ich hätte nichts von dem tun sollen. Ja, auch recht. Ich stürze nur eine Welt ins Chaos, die ich nicht einmal gehöre. In die ich nicht mehr gehöre. Eine Welt, zu der du gehören wolltest. Naja, geht. Ich habe es ruiniert. Nee, war cool. Ich habe alles ruiniert. Womöglich hast du mich deswegen gelöscht. Weil ich alles zerstört habe, das du begehrt hast. Wie konnte ich das nur jemandem antun, den ich liebe? Das ist keine Liebe. Das ist... ein taubes Nüsschen! Stalking. Psychopath. Weiß nicht. Ich habe mich entschieden. Das schon. Ich weiß, dass ich gesagt hatte, dass ich alle anderen gelöscht habe. Aber da habe ich wohl etwas übertrieben. Ich konnte mich doch nicht dazu überwinden. Obwohl ich wusste, dass sie nicht real waren. Waren es doch meine Freundinnen. Ich habe sie alle geliebt. Und ich habe den Literaturclub geliebt. Das habe ich wirklich. Ich habe den Literaturclub geliebt. Darum werde ich jetzt das hier tun. Ich spiele Schwarzen Magier im Angriffsmodus. Ich weiß, dass nur so alle glücklich sein können. Und wenn ich dich wirklich liebe, muss ich dich löschen. Das dann sehen, wie sie das macht. Oh. Dann bin ich ein Murloc. Yay! Hey, guck mal, das ist ein normales Bild. Oh. Dieses Spiel ist nicht für Kinder und sensible Personen geeignet. Okay. Oh, guck mal, Monika ist weg.